willkommen zum neuen Video. Es ist Freitag der 13. Aber heute sind wir wieder unterwegs. Und zwar, woher gehen wir? Plenny, genau. Das liegt im Jura. Du hast hier unten noch einmal einblenden, wie es geschrieben wird, für die, die es interessiert. Das liegt im Jura, ja, etwa so 10-15 km nordöstlich von Delémont. Ja, wir gehen gerne ein bisschen am Freitag weg, weil dann ist das Wochenende länger gefühlt. Einfach so, so ein bisschen aus dem Alltag kommen. Wie Kurzurlaub quasi. Genau. Herrlich. Genau. Und morgen am Samstag fahren wir dann wieder heim. Aktuell fahren wir gerade Richtung Ramiswil hingern, dann geht es Richtung Schautenbass, ins Val d'Erpi und dann weiter Delémont und dann dort den Berg auf. Die Lenny liegt ein bisschen hoch oben. Ich hoffe, es luchtet nicht zu fest, bevor ich jetzt noch luchte. Aber der Fahrer. Wir sind auch schon dort. Genau, das ist einer von unseren Lieblingsplätzen. Und ja. Mal schauen. Eigentlich haben wir noch das Feuer machen, jetzt eine Feuerstelle, aber weil es so fest luftet, lassen wir das wahrscheinlich noch sein. Wir können eben ein paar Reste warten in unserer schönen Camping. So, bis später. Das geht hier ordentlich den Berg auf. Das zieht an der Batterie. Aber einen Abend gibt es dann wieder Strom zurück. So, wir kämpfen uns hier schön Schautenbass auf. Schauen mal die Aussicht da. Sieht man das? Ein bisschen Abendinseln. Wow, he? Schönes Goldendal führen. Akku braucht es auch ordentlich. Die Batterie ist fast leer oben. Mal schauen, wie weit oder wie voll es wieder wird, wenn wir da nicht unten sind. So, wir sind fast auf dem Bass oben. Der Akku ist fast leer, aber wir schauen, wie weit dass wir, oder wie voll wir es wieder bringen, wenn wir auch nicht unten sind. Das ist jetzt die Schautenbasshöhe. Und wie man sieht, hier oben luftet es. Und da haben wir Sonnenuntergang. Schön Dämmerstimmerung. Wow. Und der Herbst kommt langsam. Obwohl es fast 20 Grad warm ist noch. So, jetzt fahren wir schon wieder den Schautenbass runter. Lade die Batterie wieder voll. Oder fast voll. Und jetzt schauen wir mal den Sonnenuntergang an. Wow, ich sehe nichts mehr. Ich sehe, dass er dort fahren kommt. Das ist herrlich. Wunderschön. Wahnsinn. Ja, wir müssen glaube nicht weit runterfahren und dann ist die Sonne wieder weg. Die ist dann knapp über dem Berg. Mega schön. Etwa noch zwei Kurven, dann sind wir im Schatten. Thank you.
Flüssig am Strom produzieren, die Batterie wieder laden. Es sind schon 12 km wieder vorher. Pass auf, wenn wir den 6 haben. So, wir sind über den Schaltenpass runtergefahren, fast der halbe Akku wieder voll und 23 km Reichweite. Vorher waren es noch 6 hier oben. So kann man arbeiten. Wir haben den 13. Oktober, zu oben am 7. und wir haben 25 Grad. Ich zeige das Thermometer an. Das ist doch nicht mehr normal. So, hier vorne ist der Fußballplatz und die haben so einen schönen Kiesplatz nebenan, wo meistens nichts los ist. Es ist ein Park von Night, aber wir haben über das Park von Night gefunden. Mal schauen, ob wir allein sind. Das ist hier links. Und dann sind wir schon hier. So, jetzt wird hier die Küche bereit gemacht. Hallo zusammen. Der Gaskocher angesteckt. Ich mache gerade mit dem Telefon ein bisschen leicht, dass man etwas sieht. Genau. Hier unten ist jetzt Gasflaschen-Ding hier bei den Pfannen unten. Hoppla. Und voilà, das Ding läuft schon. Hey, schau mal, der Sonnenuntergang an. Ist das nicht Wahnsinn? Traumhaft, mega schön. Wow. Du musst ihn auch noch ein bisschen vorziehen. Nein, ich weiss, ich sehe das Flammen. Ja, das passt schon. Weißt du, ich schaue jetzt hinten auf die Flammen, die sie rauskommen. Mhm. Aber es ist schon gut so, wenn sie mehr hinten nachher sind, weißt du? Genau. Stehst du? Wegen dem Wind halt. Ja, das ist gut. Passt. Heute gibt es Nudeln. Prinz Ragu vom Rest von deinem Geschäft. Im Kühlschrank hin. Zutaten. Genau. Etwas, das Resten ist, mit heine. Weil ich es halt je nachdem gerne habe. Also, was ich gerne habe, darf ich heine. Also, ja. Nein, einfach was Resten ist, sonst würde es im Seuchenbau landen. Genau. Das wäre auch schade. Und wir haben es auch gerne. Also. Ja. Und es geht gäbig zum Warmmachen aus? Ich tue natürlich im Geschäft etwas entgegenbringen. Ich habe schon etwas fürs gekauft. Ein Franken. Genau. Das ist es. Jetzt tun wir hier schön köcheln. Und dann tun wir hier hin. Man sieht gar nichts. Ich kann dir den Platz morgen zeigen. Hier im Dunkeln hat es einen Tisch. So einen urchigen Holztisch. Doch. Unser Essen wird gut. Das kommt gut. Wir haben etwas Licht gemacht.
Zelt ist auch schon aufgestellt. Ja, wir zeigen den Platz morgen. Jetzt schauen wir, dass wir etwas zu essen bekommen. Aber es sieht gut aus. So, die Nacht haben wir gehabt, unsere Höhle sitzt. Schönes Licht, Innenzelt montiert. Jetzt schauen wir noch ein bisschen YouTube und genießen das Dessert. Donut und brennte Creme. Yam yam. Gute Nacht. Gute Nacht. So, guten Morgen. Wir haben nicht schlecht geschlafen. Es hat ziemlich geluftet, das tut auch jetzt noch luften. Ihr seht auch, ich habe hier das Mikrofon mit dem Püschel dran. Sonst würde mich gar nicht hören. Ja, jetzt zusammenräumen und dann fahren wir wieder heim, weil das Wetter ist schon nicht mehr wirklich geil. Ich zeige dir noch kurz den Platz hier hinter mir. Und ja, dann müssen wir zusammenräumen und dann zeige ich noch den Platz. So, also, wie versprochen, oder der Platz, den ich euch zeigen muss. Ich drehe mich mal kurz um. So, hier hat es eine schöne Bank, die haben wir gestern nicht so gesehen. Nebenzu eine Feuerstelle, die so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber wir haben hier auch schon wunderbar gefeuert. Hat sogar oben beim Chemie rausgefeuert. Und auf der anderen Seite, also hier hinten, sind wir gestanden. Das ist gerade ein bisschen ein Baustell. Das ist eben der Platz in Plenny. Hier links, hier ist relativ eben, da kann man sich gut herstellen. Und hier hinten, rechts, also hier geht es den Lichtberg auf. Hier muss man schon ein bisschen mehr keilen. Aber sonst top. Schön ruhig, wenn es nicht gerade kautet und luftet. Ich sehe jetzt auch an den Bäumen. Es geht noch recht zügig im Wing. Aber jetzt, wo wir fertig geschlafen haben, wird es besser. Laut Wetterbericht setzt es weniger Luft bis Mittag. Aber wir fahren jetzt heim. Und am Oben hat man hier, wenn die Sonne runtergeht, da hinten wunderbare Sonnenuntergänge. Haben wir schon wahr beobachtet. Wunderbar. Ja, es luftet. Wir gehen heim. Das ist auch schön. Es ist Zeit geworden, dass es kommt. Sind wir noch 17 Grad?
herrlich. Hier hat es noch richtig geschaut, warten wir hier an so einem schönen Köchli vorbei. Mit im Nichts. Das Kapäuli. So, jetzt sind wir noch im Kanton Bern wieder. Jura ist hinter uns. Die Strassen sind nicht wirklich geil. Aber jetzt davor kommt dann wieder der Kanton Solothurn. Und dann ist die Strasse wieder schön. Weil die erst frisch teert. Etwa vor einem Monat. Hier bei diesem Wagen hier mit dem Wassertank. Hier. Wunderbar. Und ruhig. Wie auf Wolken 7. Das Wetter ist auch nicht so schlecht. Die Wolken reissen ein bisschen auf, aber es könnte gleich wieder mal regnen. Es ist ja genug trocken. Herrlich, die Lichtstimmung hier im herbstlichen Wald. Die Farben, einfach schön im Herbst. Und jetzt sieht man hier schön führen. Richtig Golden Dawn. Gestern haben wir nicht so viel gesehen, was es vom Dämmern war. Unter die Strasse, Schautenpass. Mega schön. So, ja, ich melde mich aus dem Videoschnitt. Und zwar sollte eigentlich jetzt an dieser Stelle die Abmoderation von unserem Kurzausflug kommen. Aber dummerweise haben wir bei der neuen Kamera, die wir halt noch nicht so im Griff haben, statt auf Video auf Foto gedrückt. Und haben dann ein Foto geschossen und haben angefangen losschnurren und haben das nicht gemerkt. Darum mache ich das jetzt einfach hier. Vor dem Computer im Büro. Und zwar habt ihr ja gesehen, es hat recht gestürmt nachts, aber es ist eigentlich noch gegangen, weil wir haben uns mit dem Dachzelt schöne Wind gestellt, das heisst mit der Hartschale gegen Wing. Also der Wing ist dann schön gegen die Hartschale gekommen, das heisst das Zelt hinten dran war relativ ruhig. Ihr habt es ja gehört in der Aufnahme von der Nacht. Ja, wir haben ein paar Stunden geschlafen, so viel war es auch nicht gesehen, aber es hat gelangt, es war cool. Ja, wetterberichtstechnisch war es halt anders vorausgesehen, oder wir haben es einfach nicht gesehen, dass es so stürmt. Und es war auch viel, viel zu warm gewesen. Wir haben richtig geschwitzt im Zelt, weil wir haben es in der Zelt aufgehängt, weil es die letzten Nächte hat es immer geheissen, es sei so 17 Grad, 15 Grad, was auch immer. Und es war dann morgen immer so 7 Grad. Außer in dieser Nacht, wo es eben so Föhn gestürmt hat, Föhnsturm. Ja, war es nachts 17 Grad und wir hatten das Zelt montiert. Und ja, könnt euch selber vorstellen, wir haben relativ warm im Zelt. Aber nun ja, wir haben es schön gehabt, wir haben fein gegessen im Dunkeln. Es macht dann einfach Spass daraus irgendwie etwas zu kochen, ob es jetzt dunkel ist oder nicht. Ja. Und ihr seht jetzt hier noch, wie wir vorfahren auf dem Schelterpass, wieder richtig heim. Hier doch hier vorbei, hallo. Ja, ich hoffe, euch hat es so weit gefallen. Also, es wird nächstens wieder ein Video kommen. Könnte aber länger dauern, weil wir im Dezember eine grössere Reise machen. Dann werden wahrscheinlich Anfang Januar ein Video dazu kommen. Machen das dann wahrscheinlich in mehrere Teile. Ja, genießt noch den Rest des Jahres. Und man sieht sich und hört sich. Danke.